Gerade haben wir den zweitletzten Workshop unserer Fortbildungsreihe Social Media des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster im Kinderhaus im Bürgerhaus beendet. Thema war heute Porno, Sexting, Grooming und dazu eingeladen haben wir aus Münster Ralf Bohla, seines Zeichens, jetzt muss ich überlegen, Dozent für Beratung an der Fachhochschule Münster, Supervisor mit eigener Praxis und seit vielen, vielen Jahren unterwegs als Sexualpädagoge. Ralf, die Zeiten haben sich ein wenig geändert. Pornografie ist in dem medialen Zeitalter allgegenwärtig. Und die Frage an dich, hat sich diese Allgegenwärtigkeit, die Abgreifbarkeit von Pornos in jedwegen Szenarien in den sozialen Medien, hat sich das auf das Sexualverhalten der Jugendlichen, der Kinder in irgendeiner Art und Weise ausgewirkt? Müssen Eltern Sorgen haben, dass ihre Kinder sexuell verrohen? Also erstmal, Pornos sind tatsächlich viel leichter verfügbar, als es vor 20 Jahren der Fall war. Von einer sexuellen Verwahrlosung kann man natürlich lange nicht sprechen, weil dazu gehört schon ein bisschen mehr als Pornos zu gucken. Hat sich das ausgewirkt auf das Verhalten der Jugendlichen? Ja, es werden mehr Pornos geguckt. Hat sich es ausgewirkt auf das Verhalten, wie Jugendliche selbst mit Sexualität umgehen? Da habe ich den Eindruck, dass sich da sehr wenig verändert hat. Sprich, es hat sich sogar was in eine andere Richtung verändert. Umso mehr die sozialen Medien genutzt werden, umso mehr Jugendliche online sind, desto weniger haben sie Zeit für Sex. Das führt vielleicht, ist das ein Grund dazu, dass die 14-Jährigen heute kaum noch Sex haben. Also weniger als noch vor 5, 6 Jahren. Thema Sexting. Sexting, auch ein Phänomen des digitalen Zeitalters. Jugendliche schicken sich gegenseitig intime Bilder, sehr sensibles Bild und auch Filmmaterial, Nacktfotos. Was würdest du Jugendlichen, jungen Erwachsenen raten? Wie sollen sie mit sensiblem Bildmaterial umgehen? Also das Wichtigste daran, also Sexting heißt es heute, weil die Bilder eben verschickt werden, online verschickt werden. Früher war es häufig so, dass der Liebste oder die Liebste schon mal Fotos gemacht hat und die weitergereicht haben. Wichtig ist mir auch zu sagen, Sexting ist ein Ding von Erwachsenen. Die meisten, die Sexting betreiben, sind schon etwas älter und machen die gleichen Fehler, wenn man so will. Bei Jugendlichen besonders schwerwiegend, weil da der Umgang mit den Medien oft nicht geübt ist und Bilder plötzlich da landen, wo man sie nicht unbedingt haben möchte, nämlich bei den Kumpels und dann darüber hinaus gar nicht mehr kontrollierbar sind. Was würde ich Jugendlichen deswegen raten? Bilder nur einvernehmlich weiterzugeben, nur vertrauensvoll weiterzugeben und vor allen Dingen klarzustellen, dieses Bild bleibt weiter privat und intim. Es ist nicht, nur weil es verfügbar ist, heißt es nicht, und nur weil ich es mit meinem Medium machen kann, heißt es nicht, dass ich es an Hinz und Kunz schicken kann. Wenn die Jugendlichen das begriffen haben, sind sie einen Schritt weiter. Nun kommt es ja leider immer noch auch häufig vor, dass, wie du gerade schon sagtest, die Bilder außer Kontrolle geraten. Ne? In den sozialen Netzwerken werden sie rumgereicht. Was wäre dann zu tun? Was würdest du sagen? Wo sind die Grenzen? Was kann man noch machen? Wo sind die Grenzen? Und was muss man als Sexting-Opfer, als Betroffener letztendlich auch aushalten? Also es gibt auf jeden Fall einen Graubereich. Man kann in dem Bereich eben gerade nicht sagen, das ist sozusagen immer schon an sich problematisch, sondern es wird dann problematisch, wenn jemand sich in einer Opferrolle fühlt. Wenn es sozusagen ein Bild ist, was vielleicht auch von anderen Freunden erstmal als positiv eingeschätzt wird, kann das sogar eine Selbstbestätigung sein. Es gibt viele Foren im Netz, die genau das nutzen. Mhm. Ich stelle mich da, auch ein bisschen sexy, und ich kriege Anerkennung dafür. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn meine Grenze überschritten ist, das Bild sozusagen sich selbstständig macht, nicht mehr kontrollierbar ist und dann auch mein eigenes Image, meine eigene Identität damit in Mitleidenschaft genommen wird. Wenn man das Gefühl hat, Eltern so wie Kinder, dann ist erstmal wichtig, auf den zuzugehen, der diese Bilder verschickt hat. Das ist Nummer eins. Mhm. Umso früher man verhindern kann, umso früher man reagiert, desto eher eine Chance,
die Bilder nochmal wiederzukriegen. Und so länger man wartet, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder im Netz florieren und erstmal unterwegs sind. Und dann kann man eigentlich nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Gibt es als Eltern, als Betroffene irgendein absolutes No-Go, wovon du auf jeden Fall abraten würdest in diesem Prozess? Oder ist erstmal alles richtig, wenn es dem Opfer dient? Also ich würde erstmal nichts über den Kopf des Jugendlichen hinweg machen. Also immer, das ist eine, die Einvernehmlichkeit bleibt weiter sehr wichtig, dass man sich gemeinsam abstimmt. Und ich würde mir, bevor ich einen gewichtigen Schritt mache, wenn ich zum Beispiel die Polizei einschalte, mich immer vorher nochmal intensiv beraten mit dem Jugendlichen und vielleicht auch mit einer externen Fachstelle, die es hier in Münster ja gibt und teilweise ja auch über die AG Medien vermittelt wird. Du sprichst Beratung an. Weißt du, wer in dieser Stadt Beratung zum Thema Sexting macht? Es gibt erstmal verschiedene Stellen, die sich in beraterischen Kontexten in Münster, die in beraterischen Kontexten für Jugendliche unterwegs sind. Tatsächlich kann man da erstmal das JIP nennen, wo es eine Vermittlung gibt an verschiedene andere Beratungsstellen, die hier gut vernetzt sind in der Stadt. Und je nach Fragestellung muss man dann gezielt nach einer entsprechenden Kollegin oder einen Kollegen suchen. Das Ganze ist aber nach meinem Gefühl noch ausbaufähig. Mhm. Aber das liegt wie immer auch daran, ob zum Beispiel mal eine Stelle für eine solche Sache finanziert wird. Herzlichen Dank, Ralf Bohler, bis an diese Stelle. Wir werden in den Abspann nochmal ein paar Beratungsstellen, die zu diesem Thema hier in Münster arbeiten, reinpacken. Herzlichen Dank.